Vielen Dank, Herr Präsident. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Kommissarin, zunächst herzlichen Glückwunsch an den Kollegen Garde für seinen exzellenten Report. Drei Gedanken von meiner Seite dazu. Erstens, wir wollen, dass wir noch schneller auf alternative Kraftstoffe im Flugverkehr setzen. Denn alternative Kraftstoffe sind die einzige Möglichkeit, wie wir den Flugverkehr dekarbonisieren können. Deswegen gibt es höhere Ziele bei der Beimischung, aber es soll auch die Basis für die Produktion verbreitert werden. Ich halte das für sinnvoll aus einem Grund. Die Nachhaltigkeitskriterien, die wir festlegen, die werden immer weiter gesichert, denn die werden in der RED geregelt, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Deswegen braucht hier niemand eine Sorge haben, dass diese Nachhaltigkeitskriterien gerissen werden. Zweiter Gedanke. Es ist vorgeschlagen in dem Bericht vom Kollegen Garde, den auf alle Flughäfen auszuweiten und damit auf mehr Flughäfen als von der Kommission vorgesehen. Dafür braucht man dann aber auch ein flexibles System, wie diese Kraftstoffe angenommen werden. Und deswegen ist vorgeschlagen, Book and Claim einzuführen. Ich halte das für eine gute Lösung, die der Kollege Garde hier vorschlägt, denn es bringt Flexibilität in das System. Und dritter Gedanke, das ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen aufpassen, dass mit dem Vorschlag wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und wir eine Wettbewerbsverzerrung für die europäischen Airlines bekommen. Vielen Dank, Herr Kollege Oetjen.